Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play jetzt. Ja, eine Demo, die wir wirklich nicht sehen wollen. Bitte, danke. Super Metroid. Der dritte Teil in der Metroid-Reihe. 1994 von Nintendo produziert, beziehungsweise da herausgegeben. Ich denke mal, produziert wurde es schon im Jahr davor. Wie auch immer, jetzt kommt nochmal eine Demo, die man nicht sehen will. Wir sollten am besten mal den Startknopf drücken. Samus, ja, gut. Start Game, German Text. Nein, bitte das auf keinen Fall. German Text, danke. Ich muss erstmal jetzt darauf klarkommen, dass ich dieses Spiel spiele. So, wo möchte ich denn jumpen? Das ist auch eine gute Frage. Also Jump wäre im Normalfall auf A, was ich ziemlich doof finde. Dash auf B und Shoot auf X. Ich finde das persönlich eine bescheuerte Steuerung. Okay. Bin ich froh, dass dieses Spiel halt man die Steuerung einstellen kann. Okay. Sekunde mal. Wie machen wir das am besten? Ich würde mal sagen, entweder mache ich hier wirklich Jump, hier Shoot und da Dash. Ja, das könnte gut passen. Wenn nicht, dann werde ich das später nochmal ändern. Item Select hätte ich dann gerne. Wo denn am besten? Select? Eigentlich nicht unbedingt. Der Derp. Auf A, denke ich mal. Item Cancel können wir auf Select machen, meinetwegen. Select habe ich hier. Ja. RL, das passt so. Und wir wollen uns ja nicht mit der Steuerung aufhalten. Special Setting Mode. Der Moonwalk. Ja. Nein. Nein. Ich mag den Moonwalk nicht so. Warum gibt's das überhaupt? Das ist so Schwachsinn. Außerdem kann der manchmal rumbuggen, deswegen. Okay. I could cancel manual. Und start game mit. Was ich finde persönlich, wobei ich da, wenn ich Metroid Fusion spiele, immer wieder so ein bisschen zwiegespalten bin, aber ich würde trotzdem sagen, das ist der beste Teil der Reihe. Starten wir das Spiel. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Verdammt geil. Okay, das Fenster ist offen. Das ist natürlich scheiße. Und die Musik ist geil von diesem Spiel. Okay, ich werde nicht den deutschen Text vorlesen. Ich werde versuchen, den englischen da oben zu übersetzen, weil der deutsche Text ist einfach nur lame. I first battled the Metroids on planet Zebes. It was there that I followed the plans of the space pirate leader Mother Brain to use the creatures to attack galactic civilization. Also, ich versuche es mal zu übersetzen. Zuerst bekämpfte ich die Metroids auf dem Planeten Zebes. Dort durchkreuzte ich die Pläne der Weltraumpiraten und deren Anführer Mother Brain, die Metroids, also diese Kreaturen, zu benutzen, um die galaktische Zivilisation anzugreifen. Also, diese Pläne hat sie durchkreuzt. Ja, und der deutsche Text ist einfach nur Schwachsinn. Also, er sagt minimal ungefähr, was der englische Text sagt. Ja, genau so sah es aus auf dem NES oder Zero Mission. Also, ne? Genau, was der Jay gemacht hat, sah genauso aus. Was ich gemacht habe in Zero Mission, sah auch genauso aus. I next fought the Metroids on their homeworld SR388. I completely eradicated them, except for a larva, which, after watching, followed me like a confused child. Okay, ich habe ja Metroid 2 schon angefangen. Das hier erklärt ganz kurz und knapp die Story von Metroid 2. Ich kann das ganz kurz mal hier erklären, während ihr den lame Bildschirm seht. In Metroid 2 spielt man auf dem Planeten SR388, um dort die ganzen Metroids auszulöschen. Metroids können sich auf diesem Planeten wegen der guten Umgebung verbessern bzw. weiterentwickeln und werden, also von den Menschen jedenfalls, von der Galaktischen Föderation, dann Alpha-Metroids. Das ist die erste Entwicklungsstufe, beziehungsweise die zweite nach der Larven-Entwicklungsstufe ist Alpha die nächste. Dann Beta, dann Zeta und dann Omega. Das sind die vier Entwicklungsstufen nach der Larvenstufe der Metroids. Ja. Und die hat Samus auf dem Planeten SR388 in Metroid 2 alle besiegt. Ich habe das Spiel übrigens auch schon durchgespielt.
Und am Ende muss man die Metroid Queen besiegen. Ein riesiges Teil einfach, was ungefähr 200 Raketen schlucken kann und dann immer noch nicht stirbt. Wenn man das jedenfalls getan hat, dann beendet man das Spiel und man geht weiter und findet ein Ei, aus dem eine Larve schlüpft. Und das, ja, wird hier erklärt. Als nächstes bekämpfte ich Metroids auf deren Heimatplaneten SR388. Ich habe sie komplett ausradiert. Bis auf eine Larve, die After Watching Followed Me Like a Confused Child, ja, die Samus ansah und ihr dann folgte. Ja, Confused Child, wie ein verwirrtes Kind. Es sah praktisch Samus als seine Mutter an, diese Metroid-Larve. Ja. Und im deutschen Text, da steht das nicht mal mit der Larve, da steht einfach nur: Ich habe die Metroids auf ihrem Heimatplaneten SR388 ausgerottet. Da, seht ihr es? Auch genau Originalszene aus dem Game Boy Metroid. Seht ihr, sogar in Schwarz-Weiß, wie original. Ja. I personally delivered it to the Galactic Research to the Galactic Research Station at Ceres, so scientists could study its energy-producing qualities. Also, sie hat dieses Exemplar, diese Larve, zur galaktischen Forschungsstation Ceres gebracht, damit die Wissenschaftler dort praktisch erforschen konnten, was die Metroids denn so für ob man das als Energiequelle nutzen kann, die Metroids oder sowas, ne? Ja. Also, Energy Producing Qualities. To study its Energy Producing Qualities. Ich hoffe, das ist einfach Englisch genug. Okay. The scientists' findings were astounding. They discovered that the powers of the Metroid might be harnessed for the good of civilization. Also, die Wissenschaftler haben herausgefunden, das war erstaunlich, denn sie haben herausgefunden, dass die Kräfte der Metroids auch für das Gute der Zivilisation, für die tolle, gute, zivilisierte Zivilisation genutzt werden kann. Ja. Und da unten steht als alternative Energiequelle. Auf Deutsch. Mhm. Ja. Ich finde das zu geil gemacht, ey. Diese praktisch Cutscenes. Das ist sowas ähnliches wie Cutscenes, ja, aber. Naja gut. Es ist ein bisschen viel Story zum Anfang, aber danach ist eigentlich gar keine Story mehr. Das ist so ein Riesenunterschied zu Metroid Fusion. Satisfied that all was well, I left the station to seek a new bounty to hound. But I had hardly gone beyond the asteroid belt when I picked up a distress signal. Okay, also sie war zufrieden, dass alles in Ordnung war und hat die Station verlassen, um halt wieder einen neuen Auftrag zu suchen oder, ja, sich einen neuen Auftrag zu widmen. Aber nachdem sie den Asteroidengürtel verlassen hatte, kurz danach hat sie ein Distress Signal, also ein, wie nennt man das, Notrufsignal halt, Musik stoppt, erhalten. Ceres Station was under attack. Die Forschungsstation wurde angegriffen. Wow, das konnten sie gut übersetzen, die Übersetzer. Habt ihr das gesehen? Okay, die Übersetzer haben da echt verdammt schlampige Arbeit geleistet. Das ist richtig schlimm. Space Colony. Forschungsstation Ceres. Willkommen. Na? Und da beginnt das Spiel. Das sind wir. Wir sind Samus Aran. Samus Tolus Aran. Wir sind Samus Aran, wir können springen ziemlich hoch, wir können schießen, und zwar nach oben und diagonal und nach unten und da und überall hin, in eigentlich alle Richtungen. Wenn wir springen, auch nach unten oder nach da oder nach da oder nach da und natürlich auch nach oben. Ja, wir können auch Walljumpen, flop. Habt ihr es gesehen? Das war ein Walljump. Nochmal, flop. Yay. Der ist in Super Metroid meiner Meinung nach ein bisschen schwer zu handhaben. Also, ich finde ihn dann in den späteren Teilen Metroid Fusion und Zero Mission ein bisschen einfacher. Was können wir noch fürs Erste? Erstmal nichts, weil wir natürlich... Wir können ja mal... Wo habe ich die Standtaste?
Na, wenn ich das mal wüsste, wo ich meine Starttaste habe, ne? Das ist die Save-State-Taste, die ich aus irgendeinem Grund habe. Ach, die Starttaste, verdammt. Oder darf ich noch gar nicht ins Menü? Das kann natürlich auch sein, dass ich noch gar nicht ins Menü jetzt kann, aus irgendeinem Grund. Stimmt, weil dann würde uns die Karte angezeigt werden und hier darf es natürlich keine Karte geben, weil das würde das Spiel zerstören. Dürfen wir hier gleich wieder raus? Nö, wir müssen ja hier rein, weil hier gab es einen Hilferuf oder sowas, genau. Ja, und wir können springen. Wir haben alle Fähigkeiten, die wir auf SR388 bekommen haben, natürlich verloren. Logischerweise. Nachdem wir da schon ohne unsere Fähigkeiten gegangen sind, nachdem wir sie auf Cebes aufgesammelt haben. Und ja, das heißt, wir sind wieder completely ungerüstet. Ach ja, wir können auch rennen mit Dash, was da als Dash stand, also dieser Button für Dash. Das ist zum Rennen praktisch. So ist normal. Und so ist Rennen. Okay. Finde ich cool, dass man hier rennen kann. Okay, sieht ziemlich scientific aus hier. Nichts da, keiner da. Was nur passiert? Hallo? Na? Ich glaube, dem geht's. Sag mal, ist das Blut, das da? Wow. Geil. Hier wurde die Larve studiert. Ich weiß nicht, ich würde der Larve gerne einen Namen geben. Ich werde sie nicht Knupsi nennen, weil das wäre zu hardcore geklaut. Aber, wie nenne ich denn die Larve? Ich nenne sie jetzt, ich nenne sie Law. So, da war Law drin. Law ist jetzt verschwunden. So, plups. Plops, plops, okay. Gut, die ganzen Forscher sind tot. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem. Nee, würde ich auch sagen. Oh, Moment. Ich habe die deutsche Version, fällt mir gerade auf. Ich wollte eigentlich mit der 60 FPS-Version spielen. Egal, ich mache dann eh einen Cut später, weil ich dann aufhöre. Nur um euch dann mal den ersten Part zu präsentieren. Aber der wird eh... Wow, was ist los? Das ist Ridley. Okay. Ridley möchte Law uns wegnehmen. Und ja, wir kämpfen jetzt gerade gegen Ridley. Es ist egal, ob wir hier gewinnen oder verlieren. Man kann auch gewinnen. Was heißt gewinnen? Man kann insofern gewinnen, dass Ridley abhaut und einen Über-Special-Move macht. Den macht er auch, wenn wir genug Energie verloren haben. Aber naja, es ist ziemlich schwer, ihm auszuweichen. Ja. Toll. Super gemacht, Ridley. What the? Ich hab irgendwie Bock, diesen Kampf zu gewinnen. Ich will ihn nicht verlieren. Wow. What the? What the? Komm, komm, wir schaffen das. Oh, verdammt. Okay. Verdammt. Ich glaube, das war's jetzt. Dann haut er ab. Ich weiß nicht, wann er abhaut. Jetzt müsste er abhauen, ja. Wir haben es nicht geschafft, schade. Und... Wow. Wir wurden weggehauen. Emergency Self-Destruct Sequence activated. Evacuate Colony immediately. Oh, natürlich. Es muss doch immer eine Selbstzerstörungssequenz geben. Kann das denn sein? Ja, ich wollte die englische Version nehmen. Die USA-Version, besser gesagt, wegen 60 FPS. Und weil das Spiel dann halt um 20% schneller läuft. Wobei das nach NES eigentlich gar nicht mehr so auffällt. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe die USA-Version noch nie gespielt. Gut. Ridley hat uns Law weggenommen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ridley ist übrigens Samus Erzfeind, nur dass ihr es wisst. Okay. Und ein Anführer der Weltraumpiraten, solange es Mother Brain nicht ist, praktisch, ne? Ja. Okay. Das finde ich auch geil, dass dann so der Bildschirm so neigt, weil die Space Station natürlich am kaputt gehen ist und. Der Anfang der Explosion sieht billig aus, aber das am Ende sieht dann geil aus. Planet Cebes. Frames. Hier ist das Raumschiff von Samus noch richtig golden. Das gefällt mir.
Also, das einzige Mal, wo ich mich erinnere, dass es noch so golden war, ist eigentlich in Other M. In den Prime-Teilen hat sie ja so ein orangenes. Okay. Ist aber nicht das gleiche wie in Other M. Nur, dass ihr es wisst. Willkommen auf dem Planeten Zebes! Blam! Blam, blam! Ja, ich hab's schon mal erklärt, die Story von Samus, aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Hier mache ich erstmal Schluss und kann euch dann den ersten Part in 3, 4, 5 Wochen präsentieren, wenn Scheiße fertig hochgeladen ist. Denn wir haben heute den 26.3. Also wenn das Video hochgeladen ist, ist garantiert nicht mehr der 26.3., sondern ein bisschen später, 2 Wochen später vielleicht, 3 Wochen, wer weiß. Gut, das war's. Ich hoffe, ihr freut euch, weil ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Weil es ist fucking Super Metroid und es ist mein Lieblingsspiel. Of all the times. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin. So ziemlich, ja. Gut, das war's mit Let's Play Super Metroid. Euer Toasty. Ciao.